Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Das Ding ist, aber irgendwas stimmt doch mit Amicia nicht, oder? Also die ist so aggressiv, meine ich. Ich will gar nicht alles einschmieren. Sagt doch nicht sowas. Gar nicht wahr. Hergehört! Der Graf von Aal hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Kein Grund zur Panik! Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Ja, wow. Wow. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ja, wenn die uns töten wollen, dann muss ich doch die töten. Da wären wir. Das war zu einfach. Ich glaube da nicht dran. Du wolltest, dass ich Magister Vaudeur nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Und sie nannten sie die Hengste mit der Schleuder. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Wow. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Oh, warte mal. Boot ist tot, ja. Ich will nur mal kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Oh, sie sieht so schön aus. Oh, zum Beispiel? Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Da steht vielleicht noch eine Kiste auch rum, aber... Da oben sind doch mit Sicherheit Waffen.
Ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar, öffnet das Tor! Geht in Stellung! Hey, Neulinge, ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute. Und wie kommen wir näher ran? Na. Ist eine Idee. Auf zum Tor. Muss hier. Okay. Ich hätte da Salpeter. Das Messer. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Wir können da. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hörte mal... Was ist das für ein Lärm? Scheiße. Kiste. Falscher Alarm. Schon wieder? Dann mal sehen. Schon wieder nichts. Wie kriegen wir den denn da weg? Lukas, geh mal aus dem Weg, Mensch. Ich schleich dich. Ding ist... Alter. Geh weg. Dreh dich um oder so. Was? Verschwinde. Lukas, wirf das Stupefaccio. Wird gemacht. Achtung, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Hier durch. Ja. Puh. Hallo, Junik. Dem Wagen und schön die Augen offen halten. Das ist The Awakening. Scheiße. Mit Schleuder. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Nein, nein. Oh, oh. Sie kommen! Ich merk's beben. Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Ja. Das darf nicht.
nicht sein. Oh, es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Wir machen das nicht mehr. Wir schaffen das. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir. Teer also kommt. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Yeah. Pass auf mit den Flammen. Yep. Ist ja auch Love, das Game, nämlich. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. So, weg mit euch. Und zwar... Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wir müssen nach hinten. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. So, sollte passen. Hoffe ich. Habe ich noch eine Klinge? Ja. Mal sehen, was drin ist. Pork. Luca, setz hier noch mal einen Pops ein. Dann an die Arbeit. Ich habe nicht genug für ein zweites Upgrade. Okay. Dann müssen wir weiter sammeln. Dann wieder runter. Und schieben. Gleich aus. Ich muss erstmal schieben. Weiter geht's nicht. Okidoki, ja. Josephs Boot. Wir kommen näher. So, schön als Vollballern, ne? Wollen wir nichts liegen lassen? Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ja. Ding, to Raker. Hab ich genug. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Nach Mordor? Eher nicht so. Ob es das wert war, gehen kann jeder für durch. Sich selbst entscheiden. Aber eigentlich finden wir gerade genug Stop. Jo. Ekelhaft. Schon wieder so eine Grütze. Dieser Geruch. Teer. Verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein. Aber sie waren hier. Sieh mal. Gott. Was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird das gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Erst einmal die Kiste auf, bevor wir hier loslegen. Gut. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. So, gut. Dann ziehen. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht cool. Klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Oh. Komm zu den Becken zurück. Komme. Warum hält er sich denn nicht an dem Fass fest? Der Verdünner. Na
klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Es funktioniert. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Wow. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Nee. Ja, ich glaube. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Ah ja. Fertig. Perfekt. Also dann? Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Okay. Oh, ich habe keine. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ich habe keine Töpfe mehr. Gut. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Rüber kommen wir dann nicht, ne? Warte, ich muss gucken. Ah, dass ich keine Tontöpfe mehr habe, nervt. Ich gehe hier nicht ohne Kiste. Hoffentlich etwas Wertvolles. Hat sich doch gelohnt. Nice. Reicht, glaube ich, noch nicht für ein Upgrade, aber ist nice. Blöden Ratten, ey. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Oh, ein halber Körper. Nice. Gut, für Möglichkeiten hier durch. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Das Boot muss da weg, ne? Hey, wer seid ihr? Oh, hi. Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, wow. Aber ich brauche eure...